In den 2000er Jahren kommt das Fahren mit Batterien langsam wieder in Mode. Oft sind es nur Versuchsfahrzeuge, wie beispielsweise bei der Mannheimer Straßenbahn. Ein Fahrzeug des Typs GT6N hat leistungsstarke Akkus erhalten und kann so bis zu 40 Kilometer ohne Strom aus der Fahrleitung zurücklegen. Es ist der Zug 646, der umgerüstet ist. Im Depot rollte er in die Halle. Eingebaut ist ein Speicherungssystem mit Supercaps, die auf dem Dach untergebracht sind. Das sind leistungsstarke Kondensator-Energiespeicher, eine sogenannte Primove-Batterie. Dazu kommt die Bombardier Mitrak-Antriebsausrüstung. Während der Fahrt unter Draht wird geladen. Ohne Leistungseinbußen kann der Zug abgebügelt weiterfahren. Inzwischen sind in Mannheim 30 Züge mit diesem System ausgerüstet. Eine Weiterentwicklung für längere Reichweiten ohne Fahrdraht ist im chinesischen Nanjing unterwegs. Die Entwicklungen in Richtung E-Mobilität gehen weiter. So wird auf der Berliner InnoTrans 2012 ein Siemens Desiro mit einem Hybridantrieb vorgestellt. Ein Powerpack aus Diesel- und E-Maschine sorgen fürs Fortkommen. Per Bremsenergie werden die Akkus geladen.